Alles abgefeuert. Spyro stammt von seltenen magischen violetten Drachen aus einem fernen Land ab, das nur wenige jemals bereist haben. Es heißt, Spyro werde in den Schriftrollen der Alten ausdrücklich erwähnt. Die alten Portalmeister sollen seine vielen aufregenden Abenteuer und Heldentaten in ihrer Chronik niedergeschrieben haben. Es war Meister Eon persönlich, der schließlich den Kontakt herstellte und ihn einlud, sich den Skylandern anzuschließen. Von jenem Tag an hatte das Böse mit einem neuen Gegner zu rechnen und die Skylander hatten einen wertvollen Verbündeten gewonnen.